Für einen Sonntagvormittag herrscht viel Verkehr in den beiden kleinen Orten Kirsbinich und Kreuzweingarten. Rund 2000 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen, damit die Eisenbahnbrücke gesprengt werden kann. Gisela Schäfer ist eine von ihnen. Leer ist da die Überflutung. Jetzt sind wir so einigermaßen ein bisschen trocken. Jetzt müssen wir schon wieder weg. Ja, aber ich hoffe, dass wir bald wieder zurückkommen und alles wieder gut wird. Die Räumung hat etwas länger gedauert als erwartet. Die Stimmung unter den betroffenen Anwohnern sei trotzdem okay, sagt Bad Münstereifels Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian. Das Wetter ist ja so, dass man es ganz gut aushalten kann hier. Es regnet nicht und ich denke, die Geduld ist da für die halbe Stunde. Am Samstag fiel sehr kurzfristig die Entscheidung, dass die Eisenbahnbrücke gesprengt werden muss. Seitdem rufen die Bürger bei ihr an. Es ging ja nur darum, dass man aus den Häusern raus ist oder was mache ich mit meinen Tieren. So, das habe ich, den letzten Anruf, den hatte ich kurz vor Mitternacht heute. Bei der Flutkatastrophe vor rund 2 Wochen war der Pegel der Erft stark angestiegen. Die Wassermassen haben die Brücke einstürzen lassen, die Bahngleise hängen verdreht in der Luft. Ein Abriss mit herkömmlichen Mitteln halten die Fachleute für zu gefährlich. Gleichzeitig muss die Brücke zügig weggeräumt werden, sagt Dirk Pehl vom Technischen Hilfswerk. Das Problem ist einfach so, die Erft ist doch verbreitert, hat ein zweites Flussbett gebildet, was den Hang eines angrenzenden Bauwerks unterspült. Und das Bauwerk ist halt die Kläranlage Kirsbinich. Und dieses Bauwerk könnte abrutschen, wenn keine Sicherungsmaßnahmen stattfinden. Und auch er meint, dass es nicht lange dauert. Unsere Leute sind wirklich Experten. Und die haben mir persönlich versichert, es geht alles in Ordnung. Doch es klappt nicht wie geplant. Nach einer ersten Sprengung gibt die Stadt Bad Münstereifel kurz Entwarnung. Die Anwohner beginnen mit der Rückkehr in ihre Häuser. Doch die Brücke ist nicht vollständig eingestürzt. Die Ortschaften müssen wieder geräumt werden für eine zweite Sprengung. Es kommen nicht immer so die Informationen an, was da eventuell passieren könnte, findet Anwohner Ronny Müller. Man wird halt vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir müssen morgens Sonntag um 10 raus und stehen dann jetzt hier. Es vergehen insgesamt 5,5 Stunden. Dann kein großer Knall, kaum Staub, aber die Bahngleise sind zusammen mit den Brückenresten in die Erft gefallen und können jetzt geborgen werden. Es wird aber noch lange dauern, bis auf der Bahnstrecke zwischen Bad Münstereifel und Euskirchen wieder Züge fahren. Die einspurige Bahnverbindung ist nicht nur an dieser Eisenbahnbrücke beschädigt, sie muss von Grund auf neu gebaut werden.